Willkommen zurück zu Life is Strange Remaster. So, wir konnten dem Direktor entkommen. Und jetzt schon. Booyah! Oh mein Gott! Get it? Booyah. Like I'm a scary punk ghost. More like a scary punk asshole. Hey Chloe, I didn't exactly have the greatest day trying to keep my friend from jumping off the roof. I don't think I need you to prank me tonight, okay? Sorry. But you absolutely balls to the walls did save your friend. Kate saved herself. I couldn't even use my power. My head felt like it was being crushed. And then I had no clue what to say to her on that roof. Don't be so modest, Rockstar. Kate is alive because of you. You obviously said the right thing. And your badass power is gonna save us all. We just need to connect the plays. And find out who almost killed Kate. We have to stop this from happening to anybody else. Oh yeah, and somehow stop that tornado from wiping out Arcadia Bay, right? Hoffentlich nicht lustig, Chaos-Theorie. Didn't you say that it was all about chaos theory? I don't see any control over this chaos. Oh right, except for your ability to, oh yeah, manipulate time and space? No biggie. Chloe, I just feel weird about some of my decisions. Especially after I just got Nathan expelled. Dude, do not even torture yourself like that. Let's focus on looking for clues, okay? Right. For one thing, there's too much coincidence between the people around Kate and Rachel. Like Step Prick and Nathan Prescott? Not just them. Yep. I just want to beat the shit out of those particular bros. I can still feel David's hand on my face. And even though I don't know her, it feels like Rachel is guiding us to the truth. Fuck the truth. I just want to find my friend right now. It scares me to think where she could be. Do you think she's... Lebendig, wohl auf tot? Ich habe keine Ahnung. Kicking it in Los Angeles? That would be the best case scenario. She wouldn't leave without me, okay? And how often do missing girls turn up? We have to find Rachel soon. We have to. I promise you we will. Like you said, it's time to start the search for clues. Now tell me what's your secret. Drumroll, please. I present the spare keys to Blackwell. Thank you, Step Prick. You are such a boss, Chloe. I just... don't want you to get into any more trouble. Look at all the trouble dropping in Arcadia Bay. At this point, who gives a fuck anymore? We're in it to win it, Max. Lead the way. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. Insert groan here. Thank you again so much for helping me put together a portfolio. Hopefully the rest of the class will follow your lead. I'm sorry I was distracted. As you know, it's not been a good day for Blackwell. I know this has been an awful day, and you can talk to me anytime, Mr. Jefferson. Thank you, Victoria. I'm glad it had a relatively happy ending. I don't know what I would have done if Katie jumped. Katie? I had no idea you two were that close. Did she? Well, how does this affect the Everyday Heroes contest? It doesn't. The contest is still a go, and I still have to pick the winner to best represent Blackwell. I've got all the photos, except one from Max. I'll give you a one-word sneak preview of Max's photo. Selfie. Listen, you've seen my entry. You know it's better than that. Wouldn't that be so cool to hang out together in San Francisco, Mark? Stick to Mr. Jefferson, Victoria, please. And, I haven't picked a winner yet. You already love my work, so it's not like you're playing favorites. Just imagine if you picked my photo, though. We would have to spend a lot of time together. That could be fun, don't you think? I'm going to think that you didn't say any of that. You might as well choose me. Otherwise, I might have to tell people you offered to choose my photo for favors or something. As a favor to your future, I'll also ignore that undisguised threat. This conversation is officially over, Miss Chase. I suggest you go back to your dorm now. Wait! I only... Are you fucking kidding me?
so stupid. Just when I think Victoria can't get any more evil. Shit is about to get real at Blackwell. Let's go find out. Chloe the Keymaster. You know it. Dude, I don't know about this. We're both already in so much trouble. You can always let me get busted like you did with the weed. I'm serious. We're not kids anymore. We're breaking and entering. If I have a key, how can it be breaking? They can't charge us for just entering. I'm serious. We could go to jail. Not if I'm related to the head of Blackwell Security. Stepshit will not want me in the hands of the local police. So we better find out what's in the principal's office first. You can rewind if we get caught, right? You have mad powers, Max. But my powers didn't save Kate. Maybe I did on my own. Come on, one more door and our work here is done. Ja, ich kann Max schon verstehen, dass er nicht ganz wohl dabei ist. Oh, können wir uns hier noch umgucken? Vermissten Poster. Nein, das haben wir alle schon gesehen. No trophy will help Blackwell's reputation now. A long time ago, Nathan got smacked down. Schon ein bisschen gruselig hier, ne? Ich finde hier jetzt auch nichts weiter. Kate schließt Fach. So glad you still have your locker, Kate. Wir machen erstmal ein Foto. Everybody's asleep. I hate to wake them up, but I want a picture. Good evening, Fish Fish. Das alles für ein Foto. Thanks, Fish. Nice work. Okay, schalt mal wieder aus. Please resume your slumber. Allein schon deswegen, damit wir uns nicht verraten, wobei sie rennt ja auch die ganze Zeit hier mit dem Handy durch die Gegend. Und hier scheinen ja noch einige unterwegs zu sein. Außer wir. I never said they were great, Troll. Das hatten wir uns schon mal angesehen. Komme ich hier nicht hoch? Klausuren. Biology. Ugh, gross. A periodic table. Wish I knew what periodic means. An A minus? Alright, alright. So Dr. Max did help Warren this morning. Praktische Chemie, Warren Graham. A minus, also 1 minus.
Note ändern? Warum sollte ich? Das ist eine 1-, ist doch voll gut. Die ändere ich nicht. Oder das Minus noch wegmachen? Ach was. Mal nicht übertreiben hier. So. Was? Achso. Da waren wir ja gerade drin. I feel gross even looking at Nathan's work, but he does have some style. Okay. Oh, Kate. Even when you were sad, you tried to see the good in the world. Shit. Daniel's a better illustrator than photographer, said Max, the art critic. Victoria. That is pretty fucking sweet. How can I hate somebody that shoots like that? Tja. Victoria's cigarettes? I'm sure Mr. Jefferson is impressed. Bestimmt. Hier gibt es nichts. Das Foto haben wir uns doch jetzt schon etwas öfter angesehen. Das brauchen wir. Chloe is waiting for me in front of the principal's office. Ja, ich weiß. Ich bin immer noch nicht fertig gewesen. Jetzt bin ich fertig. So, und ich glaube, mehr gibt es hier auch nicht, ne? Da können wir bestimmt nicht lang. Durch. Okay. Ich komme. Oh, warte mal. Nee, das ist nur das Vermisstenposter. Was gibt's hier? There's no way David would get in Mrs. Grant's face. She'd shut his ass down fast. Sehr geehrte Mrs. Michelle Grant, als Sicherheitschef der Blackwell Academy ist es mein Job und meine Pflicht sicherzustellen, dass alle Vorsichtsmaßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Schüler getroffen wurden. Mir ist bewusst, dass ich niemandens Liebling unter den Schülern oder Lehrern bin, aber ich weiß, dass ihre Sicherheit an erster Stelle steht. Die Zahlen, seit ich zum Sicherheitschef ernannt wurde, sprechen für sich selbst, genau wie der 15,4% Rückgang in Campuskriminalität. Ich respektiere Ihre Stellung als Wissenschaftslehrerin, aber Sie haben unfairerweise meine Pläne für ein Überwachungssystem mit einer Feigenpetition dämonisiert. Ich hoffe, Sie werden diese Petition überarbeiten und die menschlichen Kosten bedenken, wenn die Blackwell Academy nicht mit der neuesten Sicherheitstechnik ausgestattet ist. Mit freundlichen Grüßen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man bedenkt, was hier so abgeht, weiß ich auch nicht. Also vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Naja. Yes, Max, just zombie out in the hallway. Forget about the principal. Only a total phony would wear a crappy hat like that. Okay. Hey, ich komme gleich. Ich will doch nur noch mal eben gucken. Aber ich glaube, wir haben uns alles angesehen. So. That's it. What the fuck? The security officer should have the key to the principal's office. He's hiding shit, like everybody here. Well, now we definitely have to get this door open. Believe it or not, I know a little about lockpicking, thanks to Frank. I might as well test out my thief skill. Go for it. We're already in this deep. Well, you could look for the key, just in case.
Why, yes, I could. Okay, ja, wer hätte das gedacht, dass Chloe sich mit Schlösserknacken auskennt? Ein wenig. Nun denn, suchen. No keys here. Ja, der fliegt bestimmt nicht einfach auf den Schreibtisch rum. Squirrels like nuts. Does that mean Samuel is... Nah. Wie man sein inneres Krafttier füttert. Thing to see here. Nichts, nichts, nichts. Desolation. Ja, aber ich will trotzdem noch mal eben hier reingucken. Vielleicht finde ich ja noch was anderes Tolles. Dead end. Aber ich glaube, sie sucht tatsächlich nur einfach nach den Schlüsseln, ne? Nothing here. Alles Akten. Boring. No key for thee. We have to find another way in. Nein! Guess I didn't spend enough time with Frank. But I'll use my DIY lockpick tools while you come up with a better plan. My plan has a name. Hey, Warren, you busy? Just bubble hearth, you'll be okay. Listen, I need your physics expertise stat. Without naming names, if somebody had access to the art and science labs and wanted to construct a device that would, say, open a locked door, would you maybe kinda know how? Huh? No, I'm just asking for fun. Thanks, science guy. No, stay. We need you as backup. Just send the text instructions now. Yes, I'm still all in to go ape with you at the drive-in. Thanks for the help. This sucks ass. Goddamn door. Try not to wake up everybody at Blackwell. Sorry, Max. I got nothing. What about your plan? I'm gonna go put it together. Can you stay here and not get caught? I might get on the other side of that door before you, Lupin. The race is on. See you soon. Boah. Ich wollte mich eigentlich hier noch umgucken, also beim Schlüsselbrett halt. Was? Moment. Was soll ich denn jetzt machen? Achtung, 007. Ach du Heilige, was ist das denn? Ja, Moment. Wir warten erstmal, bis sie hier fertig sind. So. Du musst folgende 4 Objekte finden. Zucker, eine Dose, Limo, Klebeband, Natrium, Chlorat. So machst du's. Aha. Fragen? Natrium, Chlo, was? Ein Pulver zur Herstellung von Chlordioxid. Das weiß doch jeder. Klar. Probierst du das tatsächlich aus? Probieren ist das richtige Wort. Ich verneige mich vor deinem Wissen. So, was ist denn hier mit dem Brett? Here are the keys. None for the principal's office. Ja, wäre wahrscheinlich auch zu einfach gewesen. So, ich hatte aber... Ach, an die Schubladen kann ich nicht mehr ran. Oh, es war nur noch eine Schublade. Ooh, sugar. Sugar. Sugar, only sugar. Three more items to go. Ja. Wir müssen bestimmt in den Wissenschaftsraum. Warren is such a classic nerd. Let's see if I can find those items. What do you know? Trash. Tada! So, wie war das? Eine Dose Limo, ne? Keine Ahnung. Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Hier ist auf jeden Fall schon mal nichts.
nothing in it. Können wir uns nur ansehen, darauf verzichte ich jetzt mal. Just emptied. Nothing here. Sehr ordentlich, sehr ordentlich, sehr ordentlich. Aha. Release the crack can. It's all mine anyway. You're halfway home, Max. I am ready to kick this door in the balls. Noch da? Ja. Hast du dich in die Luft gesprengt? Max? Nein. Noch hier. Nicht in die Luft geflogen. Noch nicht. Ich muss mich konzentrieren. Meld mich später. Da, geh raus. So. Wir müssen doch bestimmt hier rein, oder? Toll. Gross. I hate that formalin smell. Achso, hier kann ich nicht mehr an den Müll ran. Ja. Das Graffiti, das hatten wir uns schon angesehen. Warte mal, da oben kann ich ran. No, this mixture doth not work. War hier noch was? Nee, ich muss auf die andere Seite. So, sodium chloride is a weed killer. You'd think Warren would have told me that factoid. Natriumchlorat, Synthese, Verwendung. Natriumchlorat ist eine anorganische Verbindung, die üblicherweise als Unkrautvernichter eingesetzt wird. Toxisch für Menschen. Ansätze. Okay. You're an artist, damn it, not a scientist. But this is so not sodium chloride. Ja, wir haben es hier schon gefunden. Mir fehlt trotzdem noch eine Sache, ne? Ich muss gleich mal gucken. Here's the sodium chloride box. You know you're clumsy, Max. Don't waste your rewind power. Use the damn chair. Only one more ingredient left. Klebeband war das, ne? Brauchen wir noch? Gucken wir mal hier. This is like a scene in a horror film. Ja, ist so. Ne, das haben wir uns schon angesehen. Kennen wir auch schon. Da. The tape is mine. Gut, dann gehen wir mal zu. Now it's time to show Chloe that Max is the bomb. Ja. Dann gehen wir mal zurück. Take it easy on the door, Chloe. Let's try this instead. Boom! Literally. Yes! Time to blow shit up! If you'll light the candle. This is so cool! Get ready to haul ass. That was so fucking cool! Oh, we are toast! Shit. Here comes the whole Arcadia Bay Fire and Police Department. So what should we do? Das ist eine sehr gute Frage. Naja.
Aber die Tür ist schon mal offen. Das ist doch gut. Man muss immer das Positive sehen. Wie wär's denn mit zurückspulen? Ich bin drin. Welcome to my domain. You are magic. I have no clue how the hell you got in there, but you did it, sister. The company I keep. Now, let's find what we want and beat it. My powers only go so far. Man, I can see why the principal locks this room up. Fancy faux art crap. He must want everybody to know he has money, but no taste. How can you trust somebody who has a fucking bronze bird in his office? I'm glad I was expelled. Yes, if only the principal had a Monet or Picasso, you'd still be at Blackwell. Eat me. I'm gonna pilfer the papers on this ugly-ass desk. Okay, sure. It's ugly, but damn, is it a cozy chair. This is your chance to truly get all deductive and shit, Sherlock. Find us some clues about Rachel, or Kate, or Nathan. Anybody. I'm on the case. Mhm. Aber das machen wir erst im nächsten Part. Hast du das Schloss gesprengt? Ja. Bombermax. Oh bitte, ich wollte nur dein explosives Wissen testen und deine unglaubliche Kunst bestaunen. Schleimer. Oh was, 3 Seiten? Das war knapp. Ich hatte mich so gut gehalten, bis ausgerechnet Direktor Wells draußen den Weg blockierte, die letzte Person, die ich sehen wollte. Ich war kein guter Ninja und er erwischte mich. Aber immerhin weiß ich jetzt, dass die Gerüchte stimmen. Direktor Wells war sturzbetrunken. Er versuchte nicht mal, es zu verstecken. Eigentlich war er, besoffen, viel cooler als nüchtern. Ich verstehe, warum er so verwirrt ist. Er muss sich mit Kates Familie, den Prescorts und David Madsen rumschlagen. Er behandelt mich immer noch wie eine Verdächtige, aber ich sehe, dass er unter einer Menge Druck steht. So sehr, dass er zu viel trinkt, um nachts seine Schlüssel benutzen zu können. Klar war er im Weg, aber er konnte es nicht mit meiner Kraft zum Zurückspulen aufnehmen. Immerhin musste ich Chloe treffen, böse Max. Obwohl ich dachte, ich sei voll im Ninja-Modus, erschreckte Chloe mich gewaltig, was mich echt nervte, nach dem, was ich mitgemacht hatte. Manchmal ist sie echt unsensibel, was die Gefühle anderer angeht. Sie will all meine Aufmerksamkeit für sich und die Suche nach Rachel und spielt die beleidigte Leberwurst, wenn ich keine Zeit habe. Ich habe jede Menge Zeit, aber ich kann nicht lange sauer auf sie sein und sie war so aufgeregt, die Schlüssel zum Hauptgebäude zu haben. Ehrlich gesagt war ich es auch. Noch mehr Aufregung. Vorm Gebäude belauschen wir Victoria, wie sie über mich lästerte, Schocker, und versuchte Mr. Jefferson zu erpressen, damit er ihr Foto für den Helden des Alltags Wettbewerb wählt. Die spinnt komplett. Cool, wie Jefferson ihr sagte, sie soll sich verziehen, obwohl sie dafür den Rauswurf verdient hätte. Das hat Priorität nach dem, was mit Kate geschah. Ich verstehe Victoria einfach nicht, egal wie sehr ich es versuche. Sie ist schon reich, hübsch und eine gute Fotografin. Warum so viele Leute verletzen, um etwas zu manipulieren, das eh schon zu ihren Gunsten läuft? Ich hoffe nur, dass ich nicht das Gleiche mit meiner Kraft tue. Es ist absolut umwerfend, mitten in der Nacht in der eigenen Schule einzubrechen, obwohl Chloe recht hat. Wie kann es mit Schlüssel ein Einbruch sein? Naja, auch wenn der Schlüssel dem Sicherheitschef der Schule geklaut wurde. Egal, die Blackwell Ninja schlagen wieder zu. So cool, in der Stille der Nacht durch die Flure zu schleichen. Selbst mit all den furchtbaren Geschehnissen um uns kam es mir vor, als gingen Chloe und ich auf das Zentrum des kosmischen Mysteriums hinzu, das größer als wir alle ist. Talent als Meisterspione? Nicht vorhanden. Wir hatten keinen Schlüssel zum Büro des Direktors, aber ich habe ja immer meine Kraft und Dr. Warren Graham.
Er half uns mit meiner genialen Minibombe aus Natrium irgendwas aus. Beim Mischen der Zutaten habe ich wohl mehr gelernt als im ganzen Semester. Sorry, Mrs. Grant. Rowan ist der Einsatzschüler hier. Er versucht so sehr zu helfen. Vielleicht zu sehr, aber was ist daran schon schlecht? Ich bin so dankbar, dass er in meinem Team ist. Ja, und das war's dann auch. Und damit verabschiede ich mich jetzt auch wirklich. Und wenn ihr mögt, dürft ihr beim nächsten Mal gerne wieder einschalten. Tschüss!